Den können wir leider nicht identifizieren, weil wir keine Identifizierungszauber mehr haben. Sehr schade. Du kriegst übrigens deinen Gürtel wieder. Den hattest doch hoffentlich du. Was? Beinahe unter meiner Würde. Wenn nicht, hat der vorherige Träger halt Pech gehabt. Nur 91 Erfahrungspunkte. Sehr, sehr knapp. Erfahrungspunkte, das wäre noch ein Parks-Warte eigentlich. Genau, weil jetzt sind es noch 88. Nee. Das wird nicht so einfach ausreichen. Ich hätte ja gehofft, noch hier irgendwas zu finden. Zwei Oger gibt 270. Das reicht auch nicht aus. Nicht mal ein Oger würde reichen. Ah, wie schade. Und ja, ich wetteifere gerade schon auf das Level-Up, merkt man. Weil da sind weltlich Krieger Level 6. Können dann endlich den großen Schritt machen. Wo könnten wir ein paar Gegner finden, die Erfahrungspunkte bringen? Auf dem Weg nach Nashkel. Ich habe den ganzen Tag schon genug geschuftet. Beinahe unter meiner Würde. Leider kein Überfall auf dem Weg nach Nashkel. Ich bin ein bisschen müde. Schlaf. Ja, wir gehen jetzt mal schlafen hier. Beinahe unter meiner Würde. Meine kleinen Worte auf mich. Jo, was habt ihr für mich? Einmal adelig schlafen. Nichts leichter als das. Ja, weil ihr euch gerade fragt, warum wir nach Nashkel sind. Talisa hatte eine kleine Eingebung, nachdem wir den Verrückten hier in Larswood getroffen haben. Und ist deswegen etwas verwirrt und streunend umher, sagen wir es mal so. So rechtfertige ich das. Nichts leichter als das. Oh ja, Noga Magus, der klingt gut. Gerufen? Hallo. Also Talisa kommt einfach nicht mit. Kommt einfach nicht mit dem, was hier bis jetzt alles passiert ist, zurecht. Gerade der verrückte Zwerg am Schluss hat ihr jetzt den letzten Rest gegeben. Und deswegen sucht sie jetzt einen neuen Weg. Und sie weiß, dass in Nashkel gut ein gewisser Priester ist. Im Helmtempel. Der verirrten Leuten gerne hilft.
Er hat ja auch Brage geholfen. Aber Talisa war sich bis jetzt halt nicht sicher, ob der Weg, den sie einschlagen möchte, der richtige ist. Dafür ist sie sich jetzt einigermaßen. Riemen der Durchdringung schützt vor Stichwaffen. Den dürfen wir nicht verkaufen. Wir verkaufen eh erst Zeug im freundlichen Arm. Talisa meint halt einfach, dass sie mit ihrer Kraft als Kämpferin alleine nicht mehr weiter kann, dass das nicht mehr ausreicht. Deswegen sucht sie sich Rat im Helmtempel. Sofern die Leute... Ach was, das kann Talisa auch alleine machen. Ich kann nicht mit einem Char allein den Helmtempel betreten. So. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Und sie redet jetzt mit Nalin. Und dadurch ändert sich Talisas ganze Ansicht und auch ihre Fähigkeiten. Von der Kämpferin wird sie jetzt nämlich zur Klerikerin. Magie-Spezialist können wir nichts. Kleriker. Halt abbrechen. Einen Moment noch. LP 016 Kleriker. Speichern. Also, Talisa schlägt einen ganz neuen Weg als Klerikerin ein. Stumpfe Waffen darf ich nicht geben, habe ich ja schon mal erklärt, weil wir sonst den Bonus verlieren. Deswegen nehme ich Geschosswaffen. Nochmal kurz zur Sicherheit gucken. Genau, stumpfe Waffen dürfen wir nicht nehmen. Fähigkeiten. Spitze Waffen, Geschosswaffen. Fertig. Und fertig. Ja. Genau. Ich kann die Feuerpfeile leider nicht mehr tragen. Das muss jetzt Khalid Minskert übernehmen. Und die können einfach so zu Imoen mal. So. Dafür kann ich jetzt Zauber. Und ich kann ein bisschen andere Zauber jetzt, wie man sehen kann, als Yahira. Vor allem viel mehr. Weil ich halt reine Klerikerin bin. Kämpfer-Kleriker. Man sieht, Kämpfer ist jetzt nicht aktiv. Ich habe 27 Erfahrungspunkte verloren, dadurch, dass ich jetzt die Klassenkombination gemacht habe. Ja. Meine Waffenfähigkeiten kriege ich erst zurück, wenn wir Kleriker Stufe 7 sind. Ist ja kein Problem. So, Khalid kriegt das Schwert. Würde ich mal sagen, können die beiden anderen Schwerter irgendwann weg. Das Schwert ist doch einfach besser. Das ist nämlich das Frostschwert. Das Schwert, Langschwert plus 2. Damit hat er ein ETW von 11. Hiermit hat er nur einen von 12. Wir haben einen ETW von 17. Ja, nicht so schön, gell? Gut, vergeben wir erst einmal Punkte. Wir können 3 Zauber vergeben. Erst einmal, was wir Nices haben, ist natürlich Schutz vor dem Bösen. Das, was wir mit Dünner hier benutzt haben gegen die Sirenen, das können wir jetzt als Klerikerin aussprechen. Genauso wie Furchtbannen. Und hier Heiligtum, das ist was Nettes. Wenn der Priester diesen Zauber einsetzt, wird er von allen seinen Gegnern übersehen, als ob er unsichtbar wäre. Wer unter diesem Schutz des Zaubers steht, kann selbst keine Angriffshandlungen... Achso, nee, halt, das war nicht Heiligtum, das war was anderes.
Befehl war, Gegner einzuschläfern, Böses entdecken, Zauberstein, der kann geworfen werden. Verstricken könnten wir noch, das kann Yahira übrigens auch. Aber brauchen wir nicht. Wir nehmen jetzt einmal Segen und zweimal leichte Wunden heilen. Und dann reicht das Ganze aus. So, ihr seht, hier unten hat sich auch unser Ding, unsere Leiste etwas verändert. Die wird sich später übrigens wieder verändern, wenn wir gut die, ja, ETW 19, nicht so wirklich so, wenn wir die, ja, den Kämpfer wieder aktiv geschalten haben. Gut. So, Talisa ist jetzt Klerikerin. Mal sehen, was uns das bringt. Wir gehen jetzt erstmal wieder zum freundlichen Arm nach Norden. Denn wir müssen jetzt gucken, dass wir schnell an Erfahrungspunkte kommen. Dass wir wenigstens 2 Stufen oder so machen können mit Talisa. Ah, 1500 Erfahrungspunkte gehen eigentlich noch gerade so. Und fürs nächste brauchen wir dann nochmal 1500. Weil wir dann ja 3000 brauchen. Bei den anderen Gruppenmitgliedern, ja, Khalid dürfte bald, Minsk dauert noch eine Weile, sie sowieso. Und die beiden auch. Also ja. Auf zum freundlichen Arm. You have been waylaid by enemies and must defend. Euer Leben liegt in meiner Hand. Wow, 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 wow. Ihr beide macht euch mal dünn. Was wollt ihr? Was wollt ihr? Ihr beide greift die Halboger an. Was immer ihr braucht. Du schießt. So geht's auch. Was? Sind schon mal die ersten 100 Erfahrungspunkte. Beinahe unter meiner. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Wie sieht's eigentlich aus mit deiner Traglast? Die hat sich nicht geändert. Gott sei Dank. Tigeraugenstein. Feueropalring. Was? Gut. So, dann weiter zum freundlichen Arm. Freundlicher Arm. Beinahe unter meiner Würde. So, wie ich ja gesagt habe, den freundlichen Arm haben wir noch gar nicht aufgedeckt. Das ist aber auch etwas, was wir jetzt dann mal nachholen sollten. Vor allem sollten wir mal in diese Tür hier gleich am Anfang reingehen, die man so leicht übersehen kann. Und mit dieser nicht gerade stark angezogenen Frau reden. Hallo. Hey, ihr, hey da, ihr seid neu hier, stimmt's? Na, oh, wir waren hier schon ein paar Mal. Könnte ich euch mal einen Moment stören? Ja, also wir können jetzt sagen, dass sie schnell machen soll. Sagen, dass sie mich in Ruhe lassen soll, aber wir sind bei ihr eingedrungen. Oder ein bisschen hochdekadent reden. Aber da Talisa jetzt Klerikerin geworden ist, sollten wir uns auch an die Etikette halten. Also, aber sicher, meine Lady, was habt ihr auf dem Herzen? Was für Manieren? Naja, ich brauche ein paar grobe Klötze für diese Arbeit. Also spart euch euer Bitte und Danke für die Edelleute auf. Ist schon mal sehr sympathisch. In Sichtweite dieses Wirtshauses haben mich ein paar Hobgoblins für dich ausgeraubt. Ihr sollt jetzt den Gefallen für mich erwidern. Sie haben meinen Ring gestohlen. Das ist alles, was ich wiederhaben will. Könnt ihr das erledigen? Ich werde euch helfen. Ich danke euch. Die Kreatur war ein Stückchen nördlich vom Wirtshaus. Ich könnte schwören, dass ich sie vor den Zimmern im Obergeschoss fast sehen konnte. Bringt mir meinen Ring hierhin zurück, wenn ihr ihn habt.
Den erkennt ihr schon, wenn ihr ihn seht. Es ist ein sehr auffälliger Flammentanzring. Ja, das ist übrigens eine Queste, die man ziemlich am Anfang schon hätte annehmen können. Aber ich habe gedacht, die spare ich mir für jetzt auf. Gerade jetzt, wo ich Erfahrungspunkte brauche.